Wo könnte die jetzt wieder rumeiern, die gute Frau? Hier eiert der Louis rum. Ach, Menschenskinder. Menschenskinder nochmal. Da gehen wir jetzt schnell zum Community Center, geben den Honig ab. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnte. Vielleicht ist sie ja sogar hier oben irgendwo. Das ist ja hier so ein kleiner Park. Der ist zwar auch ein bisschen zugewuchert, aber immerhin. Da ist die Haley, hallo. Ist das ärgerlich, ist das. Ärgerlich, ist das ärgerlich. Bündel Handwerker, der Honig. Schöne Sache. Schöne Sache. Blöde CD, die könnte ich eigentlich auch wegschmeißen. Komm, die schmeiß ich weg. Die nimmt mir nur Inventarplatz weg. Und dann werden wir kurz mal den Lachs hier füttern. Den Lachs hier futtern. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist die gute Frau denn jetzt? Das kostet mich wieder nur Zeit in der Mine. Wenn nicht, dann lassen wir es nicht. Ich gehe morgen so früh wie möglich im Laden vorbei. Das machen wir es lieber so. Nicht, dass ich in der Mine nachher wieder hier Zeitmangel habe, wenn ich die Knochenfragmente sammeln muss. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die hier oben rumeiert. Ziemlich sicher nicht. Das wäre es jetzt noch, wenn sie mir jetzt entgegenspaziert. Ich habe echt keine Ahnung, wo die rumhockt oder rumrennt. Ich weiß nur, dass sie eigentlich an ihrem Jopa-Altar rumeiert. Und halt daheim. So, was habe ich gesagt? 70. 70. Abfahrt. Das fängt schon gut an. Da haben wir schon das erste Skelett. So lobe ich mir das. Hör auf, nach mir zu werfen mit deinen Rippen, bitte. Es ist nicht sehr nett, Rippen nach jemandem zu schmeißen. Ja, das ist wieder sehr schön, wie da nichts droppt. Aber immerhin noch Kupfer. Was eigentlich auf der Ebene ja fast nicht mehr vorkommt. Weiter unten finden wir, glaube ich, erst recht keins mehr. Das war's doch schon wieder hier schön. Ach, das ist auch praktisch passend. Prastisch passend, wollte ich irgendwie sowas sagen. Eine Mischung aus praktisch und passend. Das ist natürlich unpassend, wenn man sowas sagt. Unpraktisch passend, keine Ahnung. Ja, ich schieb's auf die Hitze. Es ist wieder viel zu warm, Leute. Die Birne ist wieder ein bisschen matschig. Aber immerhin kriegen wir noch was hin. Und momentan geht's eh nicht anders. Also du hast momentan die Auswahl zwischen Hitze und Hitze. Und als dritte Option draußen in der Hitze. Und vierte Option. Oh Gott, Diamant. Ne, die vierte Option ist nicht Diamant. Die vierte Option wäre noch mehr Hitze, indem man zum Beispiel draußen sich noch körperlich, sportlich betätigt. Mhm. Das will man bei dem Wetter noch weniger. Ja, geile Sache. Den müssen wir auch auf Lager behalten. Der ist gut Kohle wert. Das Schwert schmeißen wir mal weg. Das habe ich jetzt schon auf Tasche, also auf im Lager. Und hier oben war die Leiter. Wir haben 31 Fragmente. Das ist schön. Findet der Klavierspieler auch, deswegen haut er uns wieder ein trauriges Solo raus. Also ich finde, es klingt ein bisschen sad, was der spielt. Aber es passt musikalisch trotzdem rein, finde ich. Ist schon nicht schlecht. Ja, Topas kennen wir auch schon. Hast du mir nochmal durchgelesen, was drunter steht? Wo es wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre. Ich weiß noch nicht, warum ich gerade so flüster. Beziehungsweise flüster nicht, aber ich habe die Stimme heruntergefahren. Wahrscheinlich, weil es hier so ruhig ist, damit ich mich ein bisschen dem Ambiente anpassen kann. Kommt hier jetzt mal eine Leiter? Ich könnte echt eine Leiter gebrauchen. Da ist sie schon. Ignoriert den Frosch im Hals. Ach schön. Ein Harthölzlein. Elegant. Was ich mir auch gerade überlegt habe, ich könnte ja mit den ganzen Mahagonisamen so eine Hartholzplantage anpflanzen, irgendwo unten auf dem Hof. Das braucht ja eh ewig, bis es wächst. Die Frage ist, will ich das?
Ich weiß halt nicht, ob mir das irgendwann überhand nimmt, beziehungsweise wenn ich halt nicht aufpasse, von wegen, wie es was drumherum so wuchert, dann wachsen die Bäume halt nicht. Und ja, ich muss überlegen, weil ich habe ja ein paar Mahagoni-Samen und die anderen zwei Bäume, die geben mir ja auch wieder ein paar raus. Mal überlegen, wie wir das machen werden. Da müssen wir gut überlegen, wie wir das machen. So, komm, die pfeifen uns auch noch rein. Und die auch noch. Zack. Haben wir sonst was Essbares auf Tasche, außer Matrosenteller? Ups, was war das? Verklickt. Ist hier die Leiter, genau, hier war die Leiter. Leider ist hier eine Leiter. Nein, zum Glück. So, haben wir hier auch Skelette oder nicht? Schön. Schöne Sache. Sehr schöne Sache. Das lohnt sich aber wieder überhaupt nicht hier. Ah ja. Mein Freund Skelett. Ein Fragment. Immerhin. Wir haben 33. Ups. Oh nein, das war doof. Ich hätte noch gucken sollen, ob noch was rumsteht, bevor ich da reinspringe, Mensch. Eventuell bin ich jetzt wieder an so einer Ecke vorbei, wo vielleicht noch eins rumgestanden ist oder so. Oder zwei vielleicht. Mann, Mann, Mann. Vom Fach ist der Gute, vom Fach. Der weiß, wie man es nicht macht. Also wenn ihr genau das Gegenteil macht von dem, was ich mache, dann macht er alles richtig. Faustregel. Macht einfach nicht, was ich mache. Dann funktioniert die Sache. So, Abfahrt. Ah ja, guck an. So habe ich das gern, wenn man hier reinkommt und gleich sieht man schon ein Skelett. Er weiß man wenigstens, wo man dran ist. Da hinten steht noch eins. Aber ich bin zu greedy, ich will das Eisen. Da ist auch schon die Leiter. Elegant. Ja, das ist nervig mit 100 Knochenfragmenten irgendwie. Aber ich will unbedingt wissen, was man da kriegt. Da kriegen wir sicher wieder was richtig Cooles raus. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 4 Tage. Nice. Das müssten wir eigentlich easy hinkriegen können. Was ist hier drin? Nichts. Oh Gott, wir gehen. Das gebe ich mir nicht. Der Pianospieler hat sich entschieden, weiterzuspielen. Nur für uns. Da ist hier so ein Kohlepupser. Oh. Oh, da unten steht noch eins. Toll, da kam nichts dabei raus, ey. Komm, jetzt muss auch mal einer hier ein 100er Stack droppen, oder? Schöne Sache. Oh, nein, da gab es doch mehr. Das hat mir nur nicht alles angezeigt. 41. Wir gehen steil auf die Hälfte zu. Jetzt ist Ende. Jetzt gehen wir hoch. So, hat das jetzt resettet, wenn wir uns einfach zur 70 teleportieren? Ja, hat's. Schön. Schöne Sache, schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, Skelettchen. Skelett, Bro. Monsterjagdziel erreicht. Ach, guck an, ich habe ein Dings erreicht bei dem Jill. Oder Gil. Nee, Schill heißt das, glaube ich. Oder wird das ausgesprochen? Der Typ in der Abenteurer-Gilde. Aber die haben auch schon zu für heute. Wir haben ja schon wieder 22 Uhr. Oh Gott. Komm, da muss jetzt noch ein bisschen was gehen. Ich muss auch dran denken, heute muss ich heimlaufen. Heute habe ich kein Teleport-Totem dabei. Es war nur Zufall, dass ich das ausgebuddelt hatte und dabei hatte. Bitte gib mir Fragmente. Yes, 47. Kriegen wir die 50 noch hin? Wir sollten aber gleich gehen. Wir sollten gleich gehen. Wir gehen jetzt auch eine Etage runter, schauen uns um, was rumsteht. Wenn nicht, gehen wir. Das ist mir zu kriminell hier. Oh, das Eis brauche ich auf jeden Fall noch. Oh, das Kupfer. Yes, 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 yes. Nice. Ja gut, dann gehen wir jetzt heim. So, schöne Sache. Und jetzt klettern wir einfach mal irgendwie 75 Leitern nach oben. Und dann gehen wir nach Hause. Und dann werden wir morgen unsere Geschenketour endlich mal machen müssen, Menschenskinder. Also auf jeden Fall bei der Caroline müssen wir vorbei. Das muss doch machbar sein. Die Frau muss doch mal daheim sein, ey.
Die Sektenführerin. Ach. Genug Futter für morgen hätten wir auch für Energie. Das ist schön. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt heim. Also wir sind ja eh schon gleich da. Dann legen wir uns ins Bett. Na, wir schmeißen das Zeug noch in die Kisten oder in die Dingenskirchen. In die Truhen. In die Versandkiste. Was war das? Ach, die hämmert da immer noch rum. Ich dachte gerade, wer prügelt da auf der Farm rum? Ist die Gute, die haut da immer noch gegen die Wand. Du weißt schon, dass ich jetzt schlafen gehen will, ne? Also nur so. Am Rande erwähnt. Ich schmeiße das alles mal hier rein und behalte es mal auf Tasche. Keine Ahnung, ob ich das jemals noch brauchen werde oder nicht. Wenn, dann habe ich es auf jeden Fall da. Jetzt schmelzen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen was, oder? Der Schleim. Der Lame. Jetzt sind wir natürlich schon dran vorbeigerannt. Jetzt haben wir es, oder? Ja, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt holen wir noch die zwei Klumpen aus dem Ofen. Zack. Ja, ich habe echt bald bald Dingenskirchenmangel. Kohlemangel. So, Katzer. Ist auch im Bett. Gehen wir ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Ja, da ging ja wieder ein bisschen was, ne? 4400. Schön. Und der 19. Und? Immer noch kein Regentag. Das ist eine sehr ärgerliche Sache. Oh nein, ich bin so ein Depp. Ich hätte es halt schon in den Ofen stecken sollen, bevor ich ins Bett gehe, ne? Oh Mann. Oh Mann, der Typ, ey. Oh, der Typ. Jesus Gott. Blub, 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 blub. Ach, der Mais ist auch ready. Dann mal hurtig, hurtig. Und was habe ich eigentlich da schon wieder für Post? Wer will da was von mir? Bin ich Fame oder was? Ich schmeiß mal alles da reinkommt. Das soll alles weg, alles weg. Ach Mann. Horst Manfred, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollten für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Caroline. Ist das dein Ernst jetzt? Ich habe keine mehr. Und das reicht auch nicht mehr, um die anzupflanzen, gute Frau. Da musst du auf nächstes Jahr warten. Da kann ich jetzt nichts für, das ist deine Schuld. Hättest dich früher gemeldet. Mein Gott. Aber da komme ich jetzt trotzdem vorbei. Dir erzähle ich was. Fahrt's ab, dir erzähle ich was, gute Frau. Dir erzähle ich eine Geschichte, du. Sagen, 47 Fragmente. Gut, gut. Wir haben 7. Die machen um 9 auf. Wir machen eine Mülleimer-Tour. Schauen wir mal. Wir müssen doch hier Mülleimer technisch. Ja, schön. Nee, so nicht. So nicht. Wir müssen doch irgendwo mal was Gutes da rausfischen können. Anscheinend kann man diesen einen Fisch. Ich weiß nur nicht welchen. Wahrscheinlich einen, den ich schon hab. Aber einen von den Fischen kriegt man anscheinend auch aus dem Müll. Ist zwar eklig, aber den kann man aus dem Müll fischen und kann den im Community Center abgeben. Ja. So schaut's aus. Schöne Sache, ne? Das sind Fun Facts, die will man auf jeden Fall wissen. So. Hier liegt nirgendwo was rum. Aber ich muss ja irgendwas machen, bis Pierre aufmacht. Ich kann nicht nur vor der Tür stehen. Da habt ihr nichts von und ich nicht. Ja, cool. Cool, cool, dass da so viel Zeug zum Looten rumliegt. Unglaublich. Unfassbar ist das. Hast du keinen Job oder sowas? Ich? Kein Job? Mir gehört der Bauernhof. Ich mach dicke Kohle. Du Sack. Wie unfreundlich der Kerl ist. Das ist ja unfassbar. So wehe, wenn deine Frau nicht hier ist, du. Dann kriegen wir Ärger.
Wo ist sie? Wo hockt die denn? Wie die mich verkackeiern. Ist sie in der Küche oder wo ist die? Da ist sie. Mensch, ich dachte schon, die wäre wieder nicht hier. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ja, ziemlich. Immer noch ein Herz. Ach Mensch. Es ist ein schöner Tag. An Tagen wie diesen helfe ich Evelyn gerne mit den öffentlichen Gärten. Sie ist rüstig für ihr Alter. Aber ich bin mir sicher, sie weiß jede Hilfe zu schätzen. Ja, sicherlich. Sicherlich. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn du ein zweites Herz kriegen würdest. Aber heute wohl nicht mehr. Da hau ich jetzt ab. Das wird die Woche über wahrscheinlich nichts mehr. Mit dem Herz. Jetzt gehen wir unten durch und gehen am Wagen vorbei. Ob wir da irgendwas Gutes finden. Das wird jetzt ziemlich... Ding, was ich hier mache. Ich renne jetzt hier durch zum Wagen. Da renne ich über die Farm, schmeiße das Kupfer in die Öfen und laufe oben durch zur Mine. Ja, das extrem gut durchdachter Plan, hätte ich mal behauptet. Sowas von überhaupt gar nicht durchdacht. Unfassbar. Unfassbar. Die nehmen wir auch noch mit. Moinsen, hast du was Gutes? Wolle. Let me think about it. Wolle. Kauf ich. Schön. Plumpudding. Nee, du. Lass gut sein. Dunkle. Nee, die hab ich doch, oder? Hab doch einen Schneemann. Ach, den hat die immer wieder dabei, oder wie? Dunkle Couch. Nee, brauche ich nicht. Ich brauch sonst nichts außer die Wolle. Dankeschön. Sehr schöne Sache. Sollen wir jetzt die so abgeben oder Stoff draus machen? Wenn wir Stoff draus machen, ist das Ding hier fertig. Aber dafür brauche ich diese Gerätschaft. Da habe ich kein Kiefernteer. Wir geben sie so ab. Wir geben sie so ab, weil in dem Tierpaket fehlt noch mehr Zeug. Und Wolle mit Schafen, das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich da rankomme. Ich habe ja nicht mal einen Hühnerstall. Wir geben sie so ab. Den Stoff können wir von der blauhaarigen Näherin auch in der Post kriegen, anscheinend, wenn wir mit ihr befreundet sind. Wenn das stimmt, was da die Leute da erzählen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, das schmeißen wir auch noch raus. Oder beziehungsweise rein in die Kiste da. Eingelegte Zeugen. Dann werden wir wahrscheinlich die Brombeeren noch einlegen. Gelee draus machen. Lecker, lecker. Zack. Die Pflaume und den Fisch nehmen wir mit. Jetzt kommt das noch schnell in die Kiste hier. Zack, bumm. Und dann laufen wir nochmal am Community Center vorbei. Dann machen wir heute die Runde hier gerade nochmal, weil es so schön war. Ja, ich habe ja gesagt, der Weg, den ich heute laufe, der ist null durchdacht, ne? Der ist null durchdacht. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Ich am wenigsten. So. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen in der Mine vorbei. Wir werden sicher wieder ein paar Knochenfragmente finden, damit wir das Ding noch fertig kriegen. Es ist Halbzeit und wir sind heute über der Hälfte. Das heißt, es müsste eigentlich schon noch gut machbar sein. Ich hoffe es sehr. So, Tier. Hier, Wolle. Zack. Tschüss. Abfahrt. Da bin ich raus. Adios. Arrivederci. Auf Nimmerwiedersehen. Adieu. Ja. Ja. Ab in die Mine. Mittags um 12:30. Viel zu spät dran. Aber ein paar Fragmente kriegen wir sicher noch raus. Da muss was gehen, Ich sag's wie es ist, da muss was gehen. Wer hustet da wieder so komisch rum? Das Hintergrundambiente teilweise in der Musik, vor allem auch in der Mine. Und manchmal so ein gruseliges Flüstern, ich weiß nicht. Das ist schon teilweise... Weiß nicht, was sich der gute Herr da gedacht hat. Das hat er sicher extra gemacht. Sag mal, die habe ich aber schon, oder? Ja, ich dachte schon. Wenn ich jetzt hier noch die dritte von vier Winterdingern gefunden hätte vor dem Winter, das wäre es jetzt echt noch gewesen. Da wäre ich, glaube ich, komplett durchgedreht. Oh, da ist ein Skeletto. Skeletto. Skeladel. Skidoodle. Weg mit dir. Nix hat er mir gedroppt. Gar nichts. Finde ich nicht so geil.
Ach, schöne Sache. Jade, kann man immer brauchen. Elegant. Ja, diese Musik ist neu. Die habe ich hier noch nie gehört, glaube ich. Oder vielleicht doch. Wow, ein Fragment. Klasse. Jetzt muss ich natürlich da hinten noch gucken, ob da noch ein Skelett rumsteht. Natürlich steht da noch eins rum. Ich hätte jetzt auch gehen können, aber dann hätte ich mir das Ding wahrscheinlich auch versaut hier. Da komme ich nicht ran, da muss ich da lang. Komm, drop wenigstens was dafür. Das Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir haben Halbzeit. 50 Stück. Schöne Sache. Jetzt hätte ich gern nochmal so eine Dingenskirchen wie, oh mein Gott. Ach nein, das ist die, die ich schon haben. Oder? Doch. Was ist das? Das habe ich noch nicht. Schön. Schriftrolle 3 Hammer, das ist neu. Prähistorische Schulterplatte. Ärgerlich. Was wollte ich denn sagen? Ach, ich hätte gern nochmal so eine Ebene in der Mine wie, wie das letzte Mal, wo irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Skelette rumgestanden sind. Das wäre richtig, richtig fancy, wäre das. Das würde mir richtig schmecken. Da hätte ich Bock drauf. Das sind 2. Komm, drop was. Dankeschön. Das Schwert zwar nicht, aber die Knochen. Das Schwert kommt wieder weg. Ups. Ach, ich habe es neben dem Leimer geschmissen. Das kann man natürlich auch machen. Wenn man keinen Bock aufs Schwert hat, schmeißt man es am besten neben dem Mülleimer und hebt es gerade wieder auf. Vor allem, merkt euch das, Schwerter immer in Mülleimer werfen. Okay? Dankeschön. Nichts anderes wie ab in den Müll mit dem Schwert. Nicht am Stein festhängen. Hier unten noch ein Skeletto. Da hinten ist noch ein Skeletovic. Skeleton Skeletovic. Skeletor. Wo sind wir denn? 53. Schöne Sache. Es geht langsam voran. Weg. Weg. Jetzt brauche ich nur noch eine Leiter. Leider ist hier keine Leiter. Ah, jetzt. Schöne Sache. Das war letztes Mal auch eine ziemlich geile Ebene hier. Die 75. Aber dieses Mal... Warum ist nicht hier so viel Kristallzeug? Ganz komisch. So. Verliert man eigentlich Energie, wenn man das Schwert schwingt? Ich habe noch nie drauf geachtet, glaube ich. Muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen. 147, ja gut. So schon mal nicht. Im Kampf weiß ich nicht, aber wäre wahrscheinlich auch blöd im Kampf, ne? Energie zu verlieren. Ach ja, guck an. 135 Energie. Achso, ja, jetzt muss ich hier erstmal... Wo ist die Fledermaus? Da ist sie. 129 Energie. 129 Energie. Ja gut, da verliert man im Kampf wohl keine. Da hätten wir das auch schon mal vom Tisch, das Thema. Jetzt laufen wir erstmal weiter, bevor wir hier alle Steine zerkloppen. Schön, da hinten war noch eins. Elegant. 55. Es wird, es wird. Ich hoffe, das gibt eine geile Belohnung. Also wenn das keine geile Belohnung gibt, dann werde ich von Gunther wahrscheinlich nie wieder eine Quest annehmen. Dann doch lieber das Hartholz von Robin, weil da hätte ich wenigstens in den Wald laufen können. Oder halt Mahagoni anpflanzen wäre nicht mehr gegangen in der Zeit. Aber ich hätte in den Wald gehen können, jeden Tag. Naja. Dann hätte ich halt kein Hartholz mehr auf dem Hof. Das wäre auch doof. Och nö. Komm, gib mir eine Leiter. Ich will nicht mehr hier sein, wenn das losgeht. Menschenskinder. Hallo Leiter. Will er nicht. Spiel will nicht. Nö, will nicht. Hat keine Lust. Aha. Schön. Es ist schon wieder 20 Uhr, Mensch. Hey, sag mal. Spinn ich komplett? Spinnsack, ey. Schön, schön, schön. Komm, noch mehr Knochenfragmente, bitte. Danke, danke.
60, 60, sehr schön. Sehr schöne Sache. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Diamant? Och, nehme ich mit. Habe ich nichts dagegen. So. Hier ist nichts. Das heißt, wir müssen die Leiter finden. Ich weiß gar nicht, ob die in so einem fetten Klumpen sein kann, aber ich baue den ab, weil er mir gut Stein bringt. Oh man. Come on, man. Eins Leiter bitte. Ich hätte gerne eine Leiter. Nicht? Ach doch. Oh Mann. Natürlich muss jetzt hier wieder so viel Eisen rumliegen, wenn mir die Energie ausgeht. Wahrscheinlich ist es auch wieder so, dass wenn ich keine Zeit mehr habe, um irgendwelche Viecher wegzuklatschen, dass dann wieder 50 Skelette auftauchen. Auf das wird's rauslaufen. Ach nee, ich hau ab. Das gebe ich mir nicht hier, das gebe ich mir nicht. Oh, da natürlich ist da oben ein Skelett. Weg mit dir. Hat nichts gebracht. Schön. So, jetzt gucken wir hier noch ganz schnell, was rumsteht. Da ist ein Skelett. Schon mal nicht schlecht. Eins ist besser wie keins. Ist auch schön, wenn es was droppt. 62. Ist natürlich nichts Berauschendes. Hier unten noch was versteckt. Da ist noch eins. Geil. Da steht sogar noch eins. Kann das sein, dass das mit der Nacht zunehmend mehr werden? Das ist ja, das kann ja fast nicht sein, dass es jetzt wieder nach 22 Uhr ist und überall ist überfüllt mit Skeletten. Und tagsüber findest du nur so zwei Stück oder so. 67. Jetzt gehen wir aber heim. Ja, jetzt sind wir eh durch. Ab heim. Ich weiß eigentlich auch nicht, ich Trottel. Ich weiß nicht, warum laufe ich denn die ganze Zeit? Ich habe doch die Lore schon lang frei. Ich bin so verpeilt, ey. Ohne Witz, ich schieb's immer noch auf diese Temperaturen momentan. Man kann irgendwie nicht komplett klar denken. Man ist echt wirklich, ja, ich kann nur sagen, Matsch in der Birne. Es ist halt echt so. Die Birne ist matschig, man kann nicht richtig nachdenken, man kann nicht richtig denken, was man gerade macht. Ich habe 65 Eisenerz. Übel. Davon nehmen wir gerade mal 20 raus. Blub. Die Flügels weg. Die Schriftrolle. Ich muss erstmal gucken, was ich wegschicke. Die Solaressenz. Ja, war jetzt wahrscheinlich blöd, aber jetzt ist sie eh schon drin. Haselnuss. Die Träne kommt weg. Der Diamant. Wir schicken einen weg, weil einen müssen wir wegschicken. Was ist denn mit Robin los? Hat die einen epileptischen Anfall? Ist das, weil pausiert ist in der Kiste? Ja, das ist wohl deswegen. Der Schleim. Die Jade behalten wir. Schön. Da brauche ich ja noch. Dingenskirchen. Kohle. Genau. Wenn einem das nicht mehr einfällt, wie das heißt. Das heißt Kohle. Das kommt weg. Der Stein kommt weg. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Nee. Das Fischzeug zu futtern behalten wir alles mal noch dabei. Da stecken wir dieses Mal in den Ofen, bevor die Nacht anfängt. Jetzt haben wir noch 2 Tage für 32 Knochenstücke. Das müsste ja eigentlich machbar sein, Gunther. Oder was meinst du? Jetzt gehen wir ins Bett auf jeden Fall. Sonst haben wir ja alles erledigt. Wir haben auch mit den Frauen, also mit Lea und Caroline auf jeden Fall. Da brauchen wir ein zweites Herz. So, Katze ist auch da. Gehen wir ins Bett. Gute Nacht. Oh, Minenarbeit Stufe 6. Spitzhacke, Effektivität erhöht und das Rezept für die Bombe. Nice. Schleimeierpresse und Knoblauchöl als Rezept. Kampfstufe 6 und 5 Lebenspunkte. Immerhin 5 Lebenspunkte, ne? Und Kohle gab es auch wieder einiges. Schön. Schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Das Haus ist fertig. Geil. Aber wir haben immer noch keinen Regentag. Wie schaut's? Wo ist es? Ausbau, erweitere dein Haus.
Oh, Erweiterungshaus auf die maximale Größe. Das ist auch nicht schlecht. Doch, eigentlich schon. Ja, da machen wir doch gerade noch. Wo ist es? Achso, nee, das ist ja hier im Dingsbündel, ne? Nicht beim Tresor. Hier, Spiegelei, genau. Nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir machen jetzt... wir machen jetzt Schluss für heute bei der Session. Die ist schon wieder lang. Das ist sogar eine der längsten, die ich bis jetzt gemacht habe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, vielen Dank, wer die letzten paar Folgen angeschaut hat, weil ich schneide wieder mehrere Folgen aus einer Session raus. Schaut doch gerne mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe da auch einen Haufen anderes Zeug. Momentan ist die Upload-Rate ein bisschen gesenkt, weil ich festivaltechnisch unterwegs bin. Auf Festivals. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre der Mega-Entertainer. Bin ich nicht. Es sei denn, ihr findet das gutes Entertainment, dann bin ich ein Entertainer. Ja, nee, ich schweife ab. Wie gesagt, danke. Auch danke für alle Kommentare, Likes und Abos, die reintrudeln. Ihr seid die allermega geilsten Menschen, die es gibt. Deswegen wünsche ich euch eine mega geile Zeit. Einen mega geilen Tag. Einen mega geilen Mittag, Nacht. Was auch immer was bei euch gerade ist. Haut da rein. Man sieht sich oder hört sich in einem anderen Video. Bis dahin. Ciao, ciao.